Das türkische Side, Badeparadies für Sonnenanbeter im Sommer, im Winter jedoch fest in der Hand von Fußballern. Abschließt den Raum zu zweit, hier rum! Das Defensivverhalten, die richtige Intensität, all das steht beim FCM im Trainingsfokus. Ja, es ist wirklich sehr gut. Wir haben ein tolles Wetter. Also von den Temperaturen ist es angenehm. Sonnenschein ist immer gut fürs Gemüt und vor allen Dingen Trainingsplätze sind gut. Wichtig auch das Zusammenspiel von Körper und Geist. Dabei hilft Neuroathletiktrainer Tomislav Drvoderic. Er stimuliert die Hirnareale bei den Spielern, macht auch den Kopf fit. Ja, wir gehen verschiedene Sachen durch. Wir können die Augen ansteuern, für den Torwart extrem wichtig, weil du auch gute Reflexe brauchst. Wir haben gestern herausgefunden, dass mein rechtes Auge etwas schwächer ist als das linke Auge. Und das versuchen wir dann auszugleichen. Der FCM aktuell 17. abstiegsbedroht, mit 33 Gegentoren, defensiv ziemlich anfällig in der zweiten Liga. Trotz guter Performance von Torwart Dominik Reimann. Die Mannschaft hat aber den Kampf um den Klassenerhalt angenommen. Ich glaube, wenn es jetzt immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist, dann hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Aber ich bin sehr guter Dinge und das Trainingslager läuft bis jetzt, finde ich, auch ziemlich gut. Zwei Testspiele sind in der Türkei noch geplant, wann die aber stattfinden, unklar. In den nächsten Tagen wird starker Regen erwartet.